Ja, guten Abend. Tiefer Druck über dem Mittelmeer sorgt für weiteren Regen in Italien und auch auf Korsika und Sardinien. Wir schauen zum Wetter bei uns. Uns bringt jetzt eine östliche Strömung am Rande dieses Hochdruckgebietes etwas mildere und feuchtere Luft. Und diese Warmluftzufuhr sorgt dafür, dass sich heute Nacht Wolken nordwestwärts ausbreiten. Da kann es auch mal draus tröpfeln. Wo es aufklart, sinken die Temperaturen auf 5 Grad. Aber Frost ist kein Thema mehr. Im Rhein-Main-Gebiet bleibt es bei 11 Grad. Morgen ist es etwas milder als heute. Frühlingshafte 16 Grad im hessischen Bergland und 23 Grad in den südöstlichen Landesteilen werden gemessen. An den Küsten ist es mit 16 Grad etwas kühler. Und besonders hier spürt man auch den böig auffrischenden nordöstlichen Wind. Dazu gibt es viele Wolken, gelegentlich mal Sonne. Am meisten sieht man die im Nordwesten und im Südosten. Dazu sind vormittags im östlichen Bergland und auch an den Alpen erste Schauer möglich. Nachmittags gibt es auch einzelne Gewitter mit Starkregen. Und die Gewitter- und Unwettergefahr nimmt bis Montag zu. Dann kommt auch diese frühsommerliche Luftmasse mit Temperaturen bis 29 Grad. Tschüss.